Mein Name ist Jean, ich bin ja der Erstgeborene von den Kindern, Jahrgang 1951. Und ich bin Christian, ich bin der letzte von uns sechs Kindern und 1973 auf die Welt gekommen. Also wir sind hier im ehemaligen Gefängnis von Schopfheim. Das war auch bis Ende 60er Jahre vom letzten Jahrhundert aktives Gefängnis. Und da wir ja auch Brüder sind, ist halt irgendjemand mal auf die Idee gekommen, das sind die Knastbrüder. Wer es erfunden hat, weiß ich nicht. Und dort dabei ist es geblieben. Wir machen alles, was mit Grafik und Werbung zu tun hat. Wir gestalten, wir entwerfen. Der Schaner zeichnet, der ist ein bisschen als ein Kritzler, der ist ein Männlimoder. Also alles, was man irgendwie entwerfen und gestalten kann. Natürlich auch elektronische Medien wie Homepage und so weiter. Das machen dann die jüngeren zwei. Aber überwiegend arbeiten wir für Printmedien, also alles, was gedruckt wird. Manchmal mein Ime sott an der Uhren mit drüben, zurück mir's mit sich stelle, so manches Jahr. Dann wär ich noch ne Wirt und ich könnt mich noch freuen, ab allem, was passiert, seh mir wunderbar vor. Wie die Drache würde fliegen, hoch oben am Himmel, im Herbst, wenn der Wind ungeblosen. Und ich tät wieder mal mit der Rollsche fahren, käm heim mit verrissene Hose. Und auf Sasalmüllers Schimmel, der ich gern nochmal riede, möcht hoch oben sitzen. Möchte König sein, wir Prinz Eisenherz in uralten Zeiten. Doch leider ist der Schimmel schon lang nicht mehr. Im Winter, wenn's schneit, der die Skiuselänge, wird's den Buckel absausen, den ganzen Nachmittag. Und im Wald umstreichen und Indianerlich spielen, mit Pfeil und mit Bogen, so manche Tag. Ja, im Nachbarsiros mit den großen dunklen Augen, vergiss ich nicht so lang die Lärm. Ganz tief in meinem Herz, da ist sie Platz, wenn man's glauben, wenn's nur mehr Hütte Schimmel noch geht. Und auf Sasalmüllers Schimmel, der ich gern nochmal rede, möcht hoch oben sitzen und möchte König sein, wie Prinz Eisenherz in uralten Zeiten. Doch leider ist der Schimmel schon lang nicht mehr. Doch leider ist der Schimmel schon lang nicht mehr. Es ist so, wir sind ja nicht als Botschafter von der alemannischen Spruch antreten, sage ich mal. Sondern wir haben unsere Gitarre geschnappt und haben im kleineren Umfang ein bisschen gespielt, in der Kneipe oder so. Ne? Aber wir haben alles Mögliche gespielt, wir haben englische Titel gespielt, überwiegend, oder deutsche Titel. Und das mit dem Alemannischen ist eigentlich so gekommen, dass ich hier auch in der Fasnacht tätig bin. Und dass die Leute dann gelegentlich mal gesagt haben, ja, du spiel doch mal das vom Zunft oben, das war doch lustig und so. Und dann hat sich das mit dem Alemannischen entwickelt. Und das ist mit der Zeit immer mehr geworden und das, der Rest ist verdrängt. Also die englische und deutsche Lieder, die haben wir zwar noch im Repertoire, wenn es pressiert, aber das Alemannische ist halt jetzt die Hauptsache. Dort, wo der Rhein in Basel ein grosser Bogen macht, dort, wo drei Länder zusammentreffen dien, dort, wo man Speck und Kudle und Mehlsuppe isst, dort bin ich daheim. Dort, wo die kleine Wiese die große Wiese trifft, dort, wo der Belche mich vor wiedem grüßt, dort, wo man die Oberbadisch zittig und das Markgräfler liest, dort bin ich daheim.
Wiese dann und Lampigräben, Dingelberg, durch alle Leben. Und der Bäcker, der macht mir Brot, da will ich bleiben, solang es geht. Dort, wo der Güte wächst, im warmen Sonnenschein, dort, wo noch hier auf der grünen Matte stehen, dort, wo man lügen kann, bis ins Berner Oberland, dort bin ich daheim. Dort, wo man gern am Ostmärz ein Viertelli trinkt und in der Straße sitzt bis in alle Nacht. Dort, wo am Sonntagmorgen noch die Glocke klingt, dort bin ich daheim. Red ich fest und alle Baum, ich stand nume durch Staun, dunkle Wald und Morgenrot, da will ich bleiben, solang es geht. Der wurde Rhein wie Basel ein großer Bogen macht, der wo drei Länder zusammentreffen dien, der wo me Speck und Kugeln und Messsuppe isst. Dort bin ich daheim. Dort bin ich daheim. Heimat, das sind für mich nicht Häuser, Berg und Bäume. Das sind für mich die Menschen. Ne? Da, wo man mich kennt, wo man sich kennt, wo man sich grüßt, wo man miteinander reden kann, wo man miteinander am Stammtisch sitzt oder so, das ist Heimat. Und wenn die Leute mal nicht mehr da sind, also wenn die Leute mal nicht mehr da sind, dann ist auch die Heimat weg. Für mich ist die alemannische Sprache schon ein Stück Heimat. Weil, egal ob ich jetzt jemanden kenne oder nicht, wenn die Leute gleich schwätzen wie ich, dann fehlt mir schon mal ein Stück daheim. Das hat ja unser Landesvater auch gesagt, ne? Dialekt ist transportable Heimat. Den kann man überall mit hinnehmen.